tauchen. Ja. Das ist die Albiskette. Mhm. Dann haben wir rechts davon kaum sichtbar jetzt die Kugel von Meteo Schweiz, ja, das Radar. Ja, ich zoome das ran, sehe es, ja. Weiter rüber. Mhm. Und da ist der Aufgang zum Albispass mit unten den schönsten Naherholungsgebiet vom Säuliab, das ist der Thürmersee. Wunderbar. Wie viele Kilometer haben wir noch vor uns, Thomas? Boah, 21. 21, super. Perfekt. Und insgesamt sind das dann gewesen? Waren dann 25 am Schluss. Wunderbar, sehr gut. Okay. Danke, Thomas. Also wir sind da am Thürlersee. Der See ist vor rund 16.000 Jahren entstanden durch einen Bergsturz, der da vom Albis oben runtergekommen ist, und hat einen unnatürlichen Abfluss. Das heisst unnatürlich insofern, dass das Wasser versickert und dann als Quelle für den Rappisch weiterläuft. Sie münden dann später in Jettiken in Trimanz. So viel zum Thürlersee. Wir werden sicher noch schöne Aufnahmen sehen von der Nicole. Freut euch. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt sind wir mal bis vorne angekommen. Wie ihr seht, sehen wir nichts. Da links oben wäre Zürich. Jetzt weiss ich nicht, ob Nicole den Zürichsee einfangen kann. Von auch sieht man. Und da rechts von dieser alleinstehenden Tanne, da hätten wir jetzt Sicht auf Rapperswil. Und wenn wir noch etwas nach rechts schwenken, würden wir jetzt den Glernisch sehen. Er beendet das Interview, weil es gibt effektiv nichts mehr anders gesehen. Jetzt gehen wir Flammenkuchen essen. Super. Danke.